kommt, nicht? Also diese jahrzehntelangen Erfahrung. Aber ich habe diese Musik so gehört und so war das aufgeschrieben. Das ist das Schöne beim Komponieren. Hat das, dass ich das Gefühl habe, das ist gleichrangig. Also es ist nicht sozusagen jetzt die Musik eine Untermalung für den Text oder der Text ist irgendwie so begleitend oder kommentierend, sondern es ist so, es steht nebeneinander, also nicht nebeneinander, um zusammenzupassen, aber es hat jetzt nicht eine Hierarchie. Das eine ist viel interessanter. Dass ich das als Volksbildner natürlich als Lehrer sehr anstrebe, dass das ideal wäre, wenn Sie jetzt oft so etwas hören. Ich habe das auch mit Bildern gemacht, also nicht nur mit Worten, auch mit Bildern und mit anderen. Also ich bin zu allen Sinnesorganen gekommen, also auch über Gerüche und so weiter, dass man die darstellt, dass man dann selber imstande ist, bitte das zu machen. Gottes Willen, ich darf doch nicht komponieren und so weiter. Wenn Sie doch, Sie waren sicherlich schon sehr oft im Ausland und so weiter. Ich habe das immer faszinierend gefunden, wo war das überall? Ja, das fängt schon in Deutschland an, dass Leute wirklich mit so einem kleinen Stöder, ja, auf die Wiese sich setzen und dann zu malen beginnen mit Wasserfarben. Jetzt nicht für eine Ausstellung oder wenn man sich was Gott will großartig vorkommt, sondern als Freizeitbeschäftigung, also wirklich kreativ zu sein. Und dasselbe würde ich sagen, könnte man auch mit Klängen, könnte man auch mit Instrumenten natürlich, man muss da nicht virtuos Klavier spielen können und so weiter. Ne? Obwohl das natürlich sehr gut ist, wenn man das kann, aber also dieses Aktive, dieses wirklich also Kunsterlebnis am eigenen Leib, das wäre mein jeder hat so irgendein Lebensziel. Ne? Das wäre so das Ziel des Ganzen, dass man auch anregt, selber so etwas zu tun. Aber die Scheu, die Barriere ist natürlich riesengroß, das ist eh klar. Ich weise jetzt Ihre Anregung gerne auf und würde jetzt gerne den Vogel des Obdrängen. Ja.